Sommersonne, Strand und Meer. Das gibt's heute bei Sommelier TV. Ja, herzlich willkommen zurück bei Sommelier TV. Wie vorher bereits erwähnt, geht's heute um Sommer, Sonne, Strand und Meer. Heute gibt's zwei wunderschöne Sommerweine für euch. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und so nebenbei einmal. Danke. Wir fangen gleich an von Weingut Dürnberg, der Falco 2011. Weingut Dürnberg ist recht bekannt, kennt man bei uns in Österreich eigentlich ganz gut. Und Dürnberg glänzt eigentlich immer mit Qualität, durch besondere Qualität immer wieder und auch kontinuierlich. Dieser Falco 2011 ist laut Aussage des Weingutes ein wunderschöner Sommerwein. Davon wollte ich mich natürlich selber auch mal überzeugen lassen. Man kann halt nicht jeden und alles glauben. Und ja, was haben wir da? Der Falco ist ein Cuvée aus Falkensteiner Traditionstrauben. Und ja, was der kann, ist es, wenn wir gleich erfahren. In der Nase ist eigentlich schon mal erinnert irgendwie an Muscatella. Und ein bisschen was Rosiges, ein bisschen was Pfirsich, Maracuja, ein bisschen Grapefruit ist da. Die Drachenfrucht, wunderschön. Aber auch dieses klassische Rosenwasser, wenn man das kennt. Es gibt ja auch diese Mineralwasser, die was mit Blüten versetzt sind oder Blütenaromatik haben, wie es Kärntnerwasser mit Rosenduft und so in etwa ist das, kann man das auch so sagen, um das verständlich zu machen. Also in der Nase haben wir schon sehr präsent, wunderschöne Fruchtstruktur. Durch das Blumige, das macht das Ganze ein bisschen frischer, lebendiger. Am Gaumen, stark trocken, hat aber wunderschöne, angenehme Fruchtstruktur, ganz eine leichte, aber doch präsente Fruchtstruktur, die was mit der Säure schön ein bisschen gezogen wird. Der Abgang ist eher so kurz bis mittel, würde ich sagen. Ist aber bei einem Wein gar nicht so tragisch. In der Fruchtstruktur haben wir mehr ein bisschen Banane, also ein bisschen was Malolaktisches, was ein bisschen in die Bananenrichtung geht, so dieses cremige, exotische. Ist aber auch dabei Mango und Maracuja wieder, also sehr viel Exotik da drinnen. Aber so, dafür, dass der 2011 ist, ist die Säure schon sehr, sehr schön eingebunden. Es liegt vielleicht auch an den Rebsorten, die da nicht dran sind, natürlich auch an der Gegend. Er hat jetzt einen 11,5%. Man spürt überhaupt keinen Alkohol, ist ein wunderschöner Aperitif. Ja, meine Empfehlung in erster Linie eben am Balkon, wie es halt mit Sommerweinen ist, an Terrassen, am Balkon, draußen mit Freunden. Aber ist auch ein wunderschöner Aperitif und von dem her kann man den da auch sehr, sehr gut vorstellen. Diese Säure, Frucht, dieses Spiel, was da am Gaumen ist, wunderschön, motivierend, animierend, merkt man gleich noch mal ein Glas trinken. Geht sich aus dem Zeitchen heraus. Wein Nummer 2, Pirivino 2011, ist wieder ein Cuvée. Weingut Pirive aus der Thermalregion. Und ja, mal überraschen lassen. Am Gaumen, halt in der Nase, erinnert er in erster Linie ganz schnell an irgendwelche Burgunder-Geschichten, oder so diese Burgundernoten. Beim zweiten Mal reinriechen, denkt man sofort an so ein Brettljausen. Ein bisschen dieses Teigige hat es da, wie so ein frischer Brotteig ist. Leicht würzig. Aber auch mit Gras, Heu, solche Sachen sind dabei. Und von den Früchten her würde ich sagen Birnen. Und eher auf der reiferen Seite. Am Gaumen. Ist nicht schlecht. Ist ein Sommerwein, das darf man nicht vergessen. Aber hat nichts mit der Qualität des Weines zu tun, überhaupt nicht. Sehr wenig Alkohol, den merkt man wieder. Er hat über 12,5%.
Er ist wirklich leicht angenehm zu trinken. Schöne Säure ist wieder dabei. Das war weniger präsent wie beim Falcon. Die Frucht ist auch wieder da, der Abgang ist eine Spur länger als beim Falcon. Am Gaumen hat man wieder dieses Teigige, dieses Brotige. Und das, wenn man das kennt, wenn man selber daheim Brot gebacken hat, diese Gerüche, was da zur Seite hat, man hat wieder. Und dann ist das wieder da, nochmal ein bisschen Holunder wieder dabei. Thermodikon ist eben auch typisch für die Mineralik. Die haben wir da auch wieder dabei. Ist sehr schön eingebunden alles. Wunderschöne Harmonie. Was würde ich jetzt mit dem Wein machen? Aperitif wieder klassisch See, Meer, Balkon, Terrasse, so in der Richtung mit Freunden. Speisenbegleiter auch, wobei er noch ein bisschen schwierig wird, weil einfach zu wenig Extrakt ist für Speisen. Deswegen bei den Speisen, hui, ist jetzt wirklich sehr schwer zu sagen. Echt wirklich, das dürfen nur Speisen sein, die was wenig Geschmack haben. Ganz leichte Fischgerichte zum Beispiel. Dezent gewürzte Meeresfrüchte, Kalamari-Shrimps, die was wirklich dezent gewürzt sind. Also nichts mit Knoblauch, Butter, Kräuterbutter oder sowas. Da kann man das sehr gut vorstellen, passt da sicher dazu durch diese Säure-Fruchtspiele am Gaumen. Ansonsten eher für den Solo-Genuss, sage ich jetzt mal so. Also sprich nicht zu den Speisen, sondern eher als Aperitif davor oder einfach mal so zwischendurch am Abend nach der Arbeit. Ja. Das waren meine Sommerweinempfehlungen für dieses Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und vielleicht sieht man sich ja mal, ich würde mich freuen. Und ich darf noch eine kleine Neuigkeit bekannt geben. Und zwar startet Österreichs erstes Weinmagazin im TV-Format. So etwas hat es noch nie gegeben. Wir starten es, wir wagen es. Es ist eine Kooperation zwischen Pixelpoint, Uppercut und Mainz TV sind alles Kärntner Unternehmen, die was unter anderem auch für ORF, ATV, Puls 4 und so weiter schon erfolgreich produzieren. Jetzt starten wir das Weinmagazin, Österreichs erstes Weinmagazin. Und wenn ihr dazu Fragen habt, E-Mail-Adresse ist natürlich wie immer eingeblendet und vielleicht sieht man sich ja wohl einmal beim Dreh von mir. Also, bis dorthin, immer genießen!